Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe One Continue Challenge. Ein Zuschauer hat mir Adventure of Tom Sawyer empfohlen, aber ich glaube nicht im guten Sinne empfohlen, sondern ich befürchte ein sehr, sehr schlimmes Spiel. Aber wie immer gilt, wie weit komme ich mit ein Continue? Wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, willkommen zurück zu Adventures of Tom Sawyer. Der Screen sieht eigentlich farblich gar nicht so verkehrt aus. Ich bin alleine. Oh, es hat schon mal ein Passwortsystem. Tom Sawyer. Als Kind habe ich mal irgendwie so einen Zeichentrick gesehen mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Wobei, ich glaube, das war mir ein Anime. Früher war das nicht so bewusst mir, was ich so anime-mäßig gucke und nicht. Oh, okay. Tut schon mal ein bisschen weh in den Augen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Okay, One-Hit-Death. Die Möbel schon mal meiden oder mit meinem Stein treffen. Der Steinwurf erinnert mich auch ein bisschen an Freitag der 13. für das NES. Ich laufe jetzt einfach weiter. Huch. Fässer und Möbel. Aber ich gehe mal davon aus, ich bin auf einem Schiff. Kann ich die Fässer abschießen? Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Der hat es ja ganz schön in sich. Der hüpft quasi in dem Rhythmus, in dem ich werf. Ah, Mississippi Lane. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das Piraten sind. Keine Ahnung. Kenne mich jetzt in diesem Tom Sawyer-Universum auch nicht so aus. Also, es ist wirklich nicht gut. Es spielt sich jetzt nicht katastrophal, aber auch nicht wirklich spaßig. Das ist eigentlich so die Kategorie. Ja. Immer Attacke machen, ganz egal, ob was in den Screen kommt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Maus auch One-Hit-Death ist. Wird wahrscheinlich alles hier sein. Ja. Okay, ich bin Unverwundbarkeit Sawyer. Oh mein Gott, der hat jetzt eine Schusswaffe. Das könnte brenzlig werden. Weil wenn die aus der Distanz angreifen, bin ich eigentlich ziemlich ungeschützt. Habe ich es jetzt geschafft? Das ist schon ein Endgegner, oder? Ich bin mir gerade selbst nicht so sicher. Okay, immerhin gab es einen Checkpoint. Sollte ich jetzt nochmal so weit kommen und das Unverwundbarkeits-Item gibt es nochmal. Ach, leider schon zu früh. Außer ich renne jetzt schnell hin. Klappt natürlich nicht so. Ich weiß leider nicht mehr, wer mir das empfohlen hat, aber mich würde gerne mal interessieren. Du darfst dich gern angesprochen fühlen. Hast du das hier durchgespielt? Oder hast du es nur mal angespielt und dachtest dir, das ist bestimmt ein lustiges Spiel, das mal in diesem Format vorkommt. Oh mein Gott, das wirkt wie ein Glitch. Okay, ich habe den ersten Endgegner geschafft. Wow, dieses Spiel. Ach, ich bin jetzt unter Wasser. Es ist irgendwie fies, dass ich mich nicht ducken kann. Ach, okay. Wow. Das war der Adventure of Tom Sawyer für das NES. Tut mir wirklich sehr leid für die Kids, die das früher geschenkt bekommen haben. Naja, eine Erfahrung war es wert. Ach, dann spielt der zweite Spieler anscheinend Huckleberry Finn. Okay, dann danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.